Ich habe mich beim Change Management voll auf die Organisation konzentriert. Plötzlich stiegen allerdings die Kündigungszahlen deutlich an. Das hat mich enorm schockiert, weil ich davon ausgegangen bin, Change Management ist was Gutes. Genau diese Aussagen höre ich häufig von Verantwortlichen, die mit solchen Reaktionen der Belegschaft nie gerechnet hätten. Um das genauer darzustellen, nehme ich hier jetzt mal ein konkretes Beispiel. Gerade wegen Corona wollte Thomas, ein erfolgreicher Unternehmer, seine Firma besser aufstellen, um krisensicherer zu sein, weil er gesehen hat, was mit Unternehmen passiert, die das nicht gemacht haben. Deswegen war für ihn im Januar diesen Jahres der ideale Zeitpunkt, mit Change Management zu beginnen. Thomas organisierte gleich zum Start einen ersten Kick-Off-Workshop für seine 23 Führungskräfte. Diese wurden als erstes über das Change Management-Vorhaben und seine persönlichen Visionen informiert. Zusätzlich erarbeiteten sie als Gruppe ein Konzept, wie die Belegschaft über die anstehenden Veränderungen informiert wird. Anschließend informierten dann die Führungskräfte nach dem Top-Down-Prinzip ihre Teams über diese Veränderung. An den Arbeitsplätzen, an den betroffenen Bereichen. Durch Erklärung, Einweisung, digital und auch vor Ort. So wurde das volle Informationspaket umfangreich strukturiert und weitergegeben. Und das funktionierte aus der Sicht der Führung prima. Die Personen aus den Teams haben alles verstanden und fanden auch die neuen Ideen zum überwiegenden Teil richtig gut. Change Management sorgt für die laufende Anpassung, mit der laufenden Anpassung, für sinnvolle Ausrichtung der Prozesse. Und Thomas hat sich erhofft, dass sein Unternehmen durch den Erfolg zudem auch interessanter für neue Mitarbeiter wird. Als sie dann aber schon einige Zeit mit den neuen Prozessen in der Umsetzungsphase waren, bemerkte Thomas viele Fragezeichen in den Gesichtern der Belegschaft. Er konnte regelrecht Unzufriedenheit spüren. Die Stimmung, die kurz vorm Kippen war. Trotz riesigem Aufwand von Geld, Zeit und weiteren Ressourcen hat es nicht nur nicht funktioniert, was er sich erhofft hat, sondern mehrere Mitarbeiter haben tatsächlich gekündigt. Also der Worst Case. Jetzt war Thomas in der Position, dass er gar nicht mehr wusste, was er sonst noch überhaupt machen sollte. Er hat Change Management genau dafür initiiert, dass diese Situation nicht eintritt, die jetzt passiert ist. So setzte er sich natürlich mit einer befreundeten Kollegin zusammen oder Unternehmerin. Claudia führt ihre Firma ebenfalls mit Change Management, doch hat auch dieselben Startschwierigkeiten. Allerdings hat im Unternehmen von Claudia das Change Management nach der entscheidenden Veränderung erfolgreich funktioniert. Sie wurde begleitet von einem Außenstehenden, der von außerhalb, also mit anderen Augen, auf das Unternehmen und die neuen Prozesse schauen konnte. Claudia und ich kannten uns schon seit einigen Jahren durch gemeinsame Projekte. Daher rief sie mich in der Situation damals auch an. Von außen, also mit Abstand, sieht man ja häufig leichter und objektiver, als wenn du mitten im Tagesgeschäft gefangen bist. Die entscheidenden Punkte fielen auch sofort ins Auge. Also haben wir die wichtigen Stellschrauben gedreht? Dann hat es auch funktioniert. Wir haben somit ein neues Change Management eingerichtet und das ursprüngliche Ziel von Claudia auch erreicht. Jetzt fragst du dich doch bestimmt, wie kann das denn sein, dass sich Mitarbeiter verändern von "Hey, wenn das so weitergeht, kündige ich" zu "Mensch, die Leute sind begeistert und brennen für die Ideen vom Unternehmen." Es liegt an der Qualität der Einführung. Sie entscheidet die Qualität der Ausführung. Es geht nicht ums Verstehen, sondern darum, dass die Leute es annehmen wollen und umsetzen wollen. Wenn deine Leute dafür brennen, ist der Output von dir auch viel höher. Und wenn die Verantwortlichen diese drei Punkte nicht geregelt bekommen, wird das Change Management scheitern. Sollte es dir ähnlich gehen wie Thomas oder auch Claudia zum Start, melde dich doch. Dein Termin für ein gratis Strategiegespräch mit mir findest du unten auf meiner Webseite. Such dir den Termin einfach aus und dann kannst du immer noch entscheiden, nachdem wir telefoniert haben, was du willst. Doch lass dir diesen Blick von außen nicht entgehen. Und ich freue mich schon drauf. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.